Odenthal im Bergischen Land. Im beschaulichen Ortsteil Stein lebt der rüstige Rentner Günther. Hier betreibt er mit großer Leidenschaft ein beeindruckendes Mühlenmuseum, dessen Exponate er in liebevoller Handarbeit selbst anfertigt. Es ist kurz nach 9 in der Früh, als ich den konzentriert arbeitenden Günther vor seiner Werkstatt treffe. Er konstruiert nicht nur maßstabsgetreue Modelle von Mühlen und Kutschen, sondern auch Fachwerkhäuser, die er als Auftragsarbeiten anfertigt, hat er im Repertoire. So, ich baue zurzeit an einem Fachwerkhaus. Versuche jetzt die Dachziegel aufzukleben. Die mache ich so, zweilagig. Die werden dann mit Leim bestrichen. Ja. So, und das ist meine Presse hier. Die habe ich mir selbst konstruiert. So, jetzt brauche ich ein Messer. So, diese Streifen, die sind jetzt geformt wie eine alte Dachziegel. So, die schneide ich dann in kleine Stücke, die werden dann gesägt, ja. Verschiedenfarbig angestrichen. Und die werden dann hier ja zurecht nochmal geschnitten und dann aufgeklebt. Bevor mir Günther seine urige Werkstatt zeigt, präsentiert er mir noch eine Auftragsarbeit, an der er schon seit 5 Monaten arbeitet. Dieses Haus, das ist vor 2-3 Monaten ist das abgebrochen worden, ne? Und das soll dann jetzt wieder transloziert werden, ne? An der Stelle wieder aufgebaut werden. Und ich muss für den Eigentümer, soll ich jetzt dieses Modell erstellen. Ne? Das wird dann verschiedentlich ausgestellt und so weiter. Ja, da würde ich mal sagen, dann gehe ich mal an die Drechselbank hier, ne? So, dann nehme ich einfach so einen Klotz mal. Bevor Günther das Stück Kantholz zu einer Radachse für ein Pferdegespann verarbeiten kann, sägt er es mit seiner Bandsäge zu einer Rohform zurecht. Zum Drechseln verwendet Günther umfunktionierte Küchenscheren, deren Spitzen er so zurechtgefeilt hat, dass ihm individuelle Werkzeuge zur Verfügung stehen. Das gibt jetzt eine Wagenachse. Eine Wagenachse. Ne? Die habe ich mir selbst gemacht, weil ich mit den normalen, da habe ich zwar eine ganze Menge von, ne? Aber ich kann diese kleinen Teile nur mit hier selbst, das sind so Scheren, die haben einen schönen harten Stahl und dann kann ich dann ganz kleine Teile drehen. Hier habe ich dann so kleine Muster, ne? So, da werden dann die Speichen eingesetzt, ne? Die sind dann hier zusammengesetzt, ne? Ja. Und dann kommt dann diese Narbe
hier rein. Dann gehen wir jetzt ins Museum, ja, dann zeige ich mal die Sachen, die ich dann schon fertig habe, ne? Im Laufe der Jahre. Der 85-jährige Günther hat nun mehr als 50 Jahre Modellbauerfahrung. Hinter seiner Werkstatt hat er den Großteil seiner Werkstücke liebevoll in seinem selbstgebauten Museum ausgestellt. Hier empfängt er neben Touristen auch ganze Schulklassen und bringt Technik und Geschichte vergangener Zeiten auf lebendige Weise näher. Das ist zum Beispiel eine Kriegsmühle. Also wenn jetzt die Mühlen im Kriege abgebrannt waren oder zerstört, dann mussten die Soldaten auch verpflegt werden. Und deshalb zogen die dann so eine Kriegsmühle mit. Ja? Und die Soldaten mussten dann hier an dem großen Schwengel liefen, die dann um die Mühle rum. Ne? Und das war dann der Antrieb. Und dann habe ich dann hier so alle diese verschiedenen Gefährte aus allen Zeiten. Ja? Das ist diesen Kalkkarren. Und das sind so Transportwagen. So, dann haben wir dann hier die Kutschen, ja. Das ist die St. Gotthard Kutsche, ja. Die wurde von 5 Pferden gezogen. Das gibt es auch heute noch. Kostet 480 Franken eine Fahrt mit. Man darf aber auch absteigen und an den steilsten Stellen mitdrücken. Das ist die Krönungskutsche der Königin Elisabeth von England. Das ist Katharina, die Große. Sag mal, die Kutschen oder die Nachbaus, hast du da Pläne vorliegen? Ja, soweit. Meistens Gemälde, ne, die ich dann verwende. Ne. Heute ist das ja, kann man das googeln, das war früher nicht, als ich angefangen habe. Da war es schwer, an so Sachen ranzukommen. Ne. Also vor 50 Jahren und mehr. Ja, dann habe ich angefangen Flaschenschiffe, ne? Hier, das ist die Schlacht bei Trafalgar. Das ist ja so eine Geschichte, die Seemänner immer, wenn sie Langeweile hatten, auf See gemacht haben, dann haben die kleinen Schiffe gebaut. Aber dann habe ich dann angefangen auch mal Gebäude in die Flaschen zu kriegen, ne? Das habe ich dann, hier habe ich mir so lange Pinzetten, die habe ich mir selbst konstruiert, ja. So, verschiedene, ne. Manche greifen dann in diese Richtung und manche greifen dann in solche Richtung. Und damit kann ich dann die einzelnen Teile hier so anfassen, kann die dann die kleinen Teile durch den Hals dann einbauen. Und ich kann auch innen etwas verkitten oder streichen, ne? Aber der größte Teil wird außen fertig gemacht. Ne? So, dann habe ich dann angefangen, alle oder versucht, alle berühmten Gebäude in Flaschen zu bergen. Ne? Also da habe ich dann, da hinten ist, das ist zum Beispiel der Aachener Dom, Kolosseum. So, dann habe ich dann hier das ist das Kölner Rathaus. Das ist mein letztes Teil in der Flasche. So, das kennt jeder, ne? Das ist die Basiliuskathedrale auf dem Roten Platz. Und wenn die meisten Leute, die hier reinkommen, die sagen, das ist der Kreml. Thank you.
hauptsächlich habe ich mich dann jetzt, weil ich hier an der Steiner Mühle wohne, ne, habe ich mich dann mit Mühlen befasst und habe hier eine Sammlung, das ist jetzt meine private Sammlung. Ich baue auch im Auftrag, ne, von Museen und auch Privatleuten. Mühlen ist mein Hauptgebiet, jetzt die letzten paar Jahre geworden. Ne. Die Mühlen werden ja immer mehr abgebrochen, verschwinden. Und je wertvoller werden dann die Modelle. So, das ist das Getriebe der Steiner Mühle hier. Und an dieser Mühle, wenn jetzt Schulklassen kommen, kann ich dann demonstrieren, wie so eine Mühle funktionierte. Ja? Ich kann die komplett auseinandernehmen. Ne? Dahin, das sind jetzt die, hier liegen die Mühlsteine. Ne? So, das ist der Läufer und da unten hier auf dieser Seite liegt der Faulenz, der liegt unten fest. Ja? Der ist auch gleichzeitig das Lager. Und hier wird dann der Trichter, dann wird das Getreide hier in diesen Rüttelschuh. Ja? Der Rüttelschuh, der wird dann durch diese Nadel hier immer in Bewegung gehalten. Ja, da ist ein kleines Loch, da läuft das dann von hier aus zwischen die beiden Mühlsteine. Das ist eine Ölmühle aus dem Schärfbachtal. So, da wird, das ist zum Beispiel Raps, ne? Und die Menge, dann gehen dann ungefähr, da kommen 40% Öl raus. Ne? So, dann haben wir hier. So, das Öl wird geschlagen. Ich hebe jetzt den Stempel mal hoch. Das ist jetzt der Keil, ja? Und der Keil, wenn der Hammer jetzt auf den Keil schlägt, dann wird das Ganze zur Seite gedrückt und hier gepresst. Ne? Das Ölgetreide ist dann in diesen Filtersäcken schon fest verkeilt, ja, so mit so Holzplatten. So, und dann kommt hier unten dann kalt gepresstes Öl raus. Dann anschließend wird die ganze Sache hier auf dem Ofen erwärmt. Ja, kommt dann nochmal in die Presse und nochmal, ja. Da wird dann der letzte Rest noch, das ist dann das minderwertige Öl, ne? Das ist jetzt ein bergischer Schleifkotten. Ne? Da gibt es noch zwei Stück hier an der Wupper. Aber ich habe einen anderen genommen. Ne? So, hier wurde ja die Stahlwaren. Das ist jetzt ein Zuppinger Wasserrad. Ne? Unterschlächtig. Ja? So. Und das ist jetzt die Schleifgeschichte. Ne? Das ist schon eine etwas modernere Konstruktion, ne, mit Kegelrädern und so weiter und so fort. Günthers Museum beherbergt eine große Vielzahl weiterer Mühlen, Kutschen und Wasserhebeanlagen. Seine Leidenschaft für diese Objekte und die stoische Ruhe, mit der er oft mehrere Monate lang daran arbeitet, ist beeindruckend. Nicht minder beeindruckend ist außerdem das, was Günther zum Abschluss meines Besuches zu berichten weiß. Und das ist mein Bruder Karl, das war der erste Mr. Universum. Ja, später. Und der hatte dann
kam uns dann der Arnold Schwarzenegger hier besuchen und trainierte bei meinem Bruder. So, das ist mein Bruder und das ist der Arnold. Und der war auch dann hier mit. Ja? So, und der Arnold hat uns dann öfters hier besucht, der war auch oft mit hier, ne? Weil auch mein Bruder damals hier in Osenau wohnte. Ja, wir waren also dann Nachbarn. Wer sich für Günthers Arbeit interessiert, kann nach vorangegangener Anmeldung sein Museum in Odenthal-Stein besichtigen. Lieber Günther, ich danke dir für die Einblicke in deine Arbeit und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.